Ja, hallo und weiter geht's am Wohnaufbau. Hier der 2-4er in fast Final. Der ist jetzt von mir fertig verkabelt worden. Unten das Spiderboard ist jetzt auch schon am Laufen. Wie ich das jetzt genau geflasht habe, die, wo es im Livestream gesehen haben bei Twitch, haben gesehen, wie ich verzweifelt bin. Aber wir haben es zum Schluss noch hinbekommen. Da ist die Dokumentation nicht ganz so toll. Aber ich werde noch mal ein Video machen, wie man das Spiderboard flasht. Heute geht es aber darum, dass wir einen Großteil der Einhausung anbringen. Doch bevor wir damit anfangen, sei gesagt, verbaut alles vorher schon, was da noch irgendwie rein muss. Und richtet euren Drucker auch möglichst nochmal aus, bevor ihr die Paneele dran macht. Ausrichten heißt, gucken, dass euer X und Y super sauber laufen. Auch unten dann nochmal die Z-Blöcke, die dafür zuständig sind, dass eure Gantry da hoch und runter fährt, die nochmal lösen, ausrichten, richtig anziehen. Dann halt, wie gesagt, gerade eben nochmal das X und Y prüfen, dass das sauber fährt von vorne nach hinten. Und danach kontrollieren, dass alle Schrauben angezogen sind, weil ihr kommt danach ein bisschen schwieriger ran. Auch was ich jetzt gemacht habe, ist, ich blende es hier kurz ein, dass ich hinten schon die Nutenabdeckungen reingemacht habe. Ich habe für das Magnetbett hinten die Anschläge schon dran gemacht. Für die AB-Motoren habe ich schon das dran gemacht, dass das Kabel oben drinne bleibt. Die Abdeckungen habe ich jetzt hier schon dran gemacht. Hier vorne fehlt noch eins. Sind im Prinzip die Abdeckungen vom Voron 2.2. Die hatten mir optisch besser gefallen. Die werden ganz normal mit den Nutenstein M3 da reingeklickst und dann mit M3x8 festgeschraubt. Das mache ich jetzt mit dem einen hier natürlich auch noch. Ich wollte es euch nur noch kurz zeigen. Die werden dann nachträglich hier eingefädelt. Durch die Riemen werden unter euer Schiene gesteckt, dann richte ich die Nutensteine aus und drehe dann nachher die Schräubchen rein. Was ich jetzt noch vorbereitet habe, ist auch schon hinten die Absaugung. Habe ich schon soweit schon zusammengebaut. Als Kupplung nehme ich gerne die Kupplung damals vom Formex. So, der Grund ist, diese Kupplung, die wir damals haben vom Formex, das Loch für den Bauden ist durchgängig, das Gewinde passt aber genau hier durch. Das heißt, ich kann mir nachher den Baudenschlauch durch diesen Koppler, also im Prinzip, wenn das dann hier hinten dran ist, der Koppler ist ja da drin, ich kann mir diesen Baudenschlauch durch den Koppler nachher direkt hier in den Drucker stecken und dann hier in meinen Kopf rein tun und dann so viel nachziehen, wie ich halt brauche von der Länge her. Und hinten rausgucken lasse ich dann nochmal so 20, 30 cm und dann kann man diesen Baudenschlauch sich dann noch irgendwo hinlegen, wo man den möchte, weil ich stelle meine Rollen ja gerne mal oben drauf und dann kann ich das viel leichter und besser einfädeln. Habe ich am Anfang nicht so gemacht, da habe ich es eigentlich bündig gemacht oder irgendwie anders. Hat sich aber dann mit der Zeit so rausgestellt und rauskristallisiert und mittlerweile mache ich das halt an jedes meiner Geräte. Das ist also schon vorbereitet. Auch ist jetzt hier vorbereitet, dass das Kabel nach innen läuft. Heißt, ich habe mit einer Feile eine ganz kleine Ecke reingemacht, dass das Kabel nach innen laufen kann. Das heißt, ich verlege mir das dann hier nachher im Profil. Dazu lasse ich jetzt gleich die Seitenwand noch raus. Das heißt, ich mache mir erstmal die Rückwand dran, schraube mir das Ding dran. Dann kann ich mir das Kabel hier schön nach unten verlegen, auch vom Licht her gleich. Kann diese Nuten, diesen Nutenschoner, diese Nutenabdeckung kann ich dann wieder dran machen von der Seite hier und dann kommt die komplette Einhausung. Auch das Licht habe ich mir jetzt schon vorbereitet, auch schon vorgelötet. Da gibt es diverse Halter, auch in den Voron-Mods. Ich mache mir das immer links, rechts und vorne. Nach hinten mache ich mir keins, weil wenn ich dann reingucke, das würde mich halt immer blenden und das von links, rechts und von vorne. Das stört mich eigentlich nicht großartig, macht aber den Drucker trotzdem genug hell für mich. Auch die habe ich mir schon soweit vorbereitet, vorgelötet, ein ausreichendes Stück
Kabel hinten dran gelassen, dass ich mir das auch gleich schön durchs Profil ziehen kann. Was muss ich jetzt aber noch vorbereiten, damit ich überhaupt erstmal die Paneele dran machen kann? Und zwar nutze ich da Dichtband. Verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung, wer das möchte. Gibt es bei Amazon drei so Dinger für nicht viel Geld. Und ich klebe mir jetzt erstmal die Profile ab, hinten, oben, links und rechts. Vorne heben wir uns noch auf, das könnt ihr im nächsten Video, wenn ich zeige, wie ich vorne die Türen dran mache. Die werden nämlich bei mir nicht geklebt, sondern geschraubt. Gehen wir dann beim nächsten Mal drauf ein. Ich mache mir erstmal meine Profile. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum mache ich da Dichtband dran? Hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich, wenn ich das nicht mache, dann hört sich das so an. Das ist mein 300er ohne. Das ist das Acryl direkt auf den Rahmen und das ist der 250er mit. Das ist schon mal viel, viel leiser. Noch kommt hinzu, wenn man sich dann hinten noch ein Logo dran machen möchte. Dieses Profilband ist 3 mm dick. Wir haben hinten, da wo die Riemen lang laufen, haben wir gerade so, wenn ihr gut Glück habt, habt ihr 1 mm. Und so habt ihr schon noch mal ein bisschen Platz, um da eventuell noch irgendwie Kabel, Logos oder Lichtlein oder sowas eventuell da zu verlegen. Ihr habt also ein ganz kleines bisschen mehr Spiel und mehr Raum. Genau dasselbe ist hier an der Seite. Die Gantry fährt hier die ganze Zeit hoch und runter und das ist alles schon sehr eng und knapp. Und je nachdem, wie ihr euch Mühe gegeben habt beim Zusammenbauen, kann es passieren, dass hier irgendwas streift und schleift. Und wenn man da Dichtband dran macht, dann habt ihr, wie gesagt, nochmal 2-3 mm mehr Luft, wo hier nichts an eurer Scheibe schleifen kann und somit zum einen die Scheibe nicht kaputt macht und zum anderen auch nichts blockiert und ihr dann eventuell ein schlechtes Druckergebnis habt. Damit ich jetzt vom Licht und vom Lüfter das Kabel verlegen kann, habe ich mir jetzt hinten nochmal die 2-Nuten-Dinger rausgemacht und schraube mir auch hinten nochmal die Riemenabdeckung locker und fahre dann die Gantry von Hand gleich nochmal ein bisschen hoch, dass ich einfach ein ganz kleines bisschen Platz habe, um die Kabel da unten reinzustecken. Muss ich da nicht durchfädeln, reicht, wenn ich es ein bisschen hochschiebe, einfach nur, dass ich da Platz habe. Dichtband ist jetzt ringsrum auch dran, so dass ich jetzt das Licht einsetzen werde und dann auch die Rückseite. Für die Lichter nutze ich auch ganz normal diese 3er-Nutensteine, 2 für jedes Element, 2, 4, 6. Hier kommt es ein bisschen darauf an, welches Element ihr da nehmt. Ich habe mir jetzt hier welche, die es gab, umgezeichnet. Also die sind jetzt so nicht veröffentlicht. Wer da Interesse hat, kann da gerne schreiben. Aber es gibt da in dem Voron User Mods gibt es da 250, gibt es da LEDs, ein LED-Mod für 250, für 300 und für 350er. Also die sind da vorhanden. Wenn ich sie finde, tue ich die da unten verlinken. Meine sind jetzt ein bisschen kurz geraten oder ein bisschen klein geraten von den Schraubenabständen her. Deshalb muss ich jetzt Schrauben nehmen, die nicht vorgesehen sind, und zwar im 3x5. Wo ich keine mehr habe. Super. ja. Hier. 2, 4. Oh, der gerade so reicht. Gerade so wird es reichen. Ich hatte vorher andere. Und da konnte ich ganz normal im 3x8 nutzen. Und als ich mir die hier umgezeichnet hatte, hatte ich da nicht drauf geachtet, dass die zu schmal sind. Ein kleines bisschen vermitteln vorm Festziehen. Vorsichtig anziehen das Licht. Jawohl. Die Lichter, die jetzt an der Seite sind, die fädel ich mir hier durch die Gantry durch, damit die Kabel halt hier hinter diesen Umlenkern oben lang gehen und man die so gut wie nicht sieht. Und dann auch hier wieder M3x5. Gucken, dass die Kabel eventuell nicht am Pulli schleifen oder am Riemen, dass ihr da auch keine Probleme bekommt. Und dann den letzten hier auch noch durchfädeln, inklusive des kompletten Kabels.
Und auch dieser natürlich hier drüben festschrauben. So, das Licht wäre vorbereitet. Jetzt könnte man rein theoretisch schon oben den Deckel aufsetzen. Auch wieder Dichtband drüber, Deckel drauf. Aber kleiner Tipp, lasst den mal noch weg. Macht bitte erst zurück die, zuerst die Rückplatte. Wieso, weshalb, warum, klären wir gleich. Das Kabel für das Licht, das fädel ich hier schon mal so halblängs durch. Hier kann man schön mit den Kabeln reingehen, schön an den Z-Riemen vorbei, unter die Abdeckung, auch mit den Lüftern kann man hier schön vorbeigehen, aufpassen, dass man nicht an den Riemen schleift oder streift, und das Ganze kann man dann mit der Abdeckung nachher schön verstecken. Also, hier haben wir die ganzen Paneele, die heute noch dran kommen, aber ich nehme erstmal die Rückplatte. Und je nachdem, wo ihr die gekauft habt, habt ihr immer eine Seite matt und eine Seite glänzend. Und ihr müsst für euch halt entscheiden, welche Seite ihr haben möchtet drinne. Ich möchte jetzt hier in meinem Fall die glatte Seite haben, also die raue Seite haben. Als Befestigungsteile nutze ich halt diese Eckdinger vom Boron 2.4 und die Mittelspann-Dinger hier. Die habe ich mir als 6 mm rausgelassen. Die gibt es in 3 und in 6 mm. Wenn ihr das Dichtband verwendet und dann die 3 mm Dubon-Platten, dann empfiehlt sich natürlich die 6 mm. Hier könnte man jetzt die Nutensteine nehmen, die sich eindrehen, weil es ist ja meistens nur ein oder zwei Stück. Das heißt, das kriegt man mit, wenn die nicht halten. Aber da ich ganz viele von diesen M3 habe zum Reinklicksen und ich persönlich langsam keinen Bock mehr habe, manchmal drehen sie sich, manchmal nicht, und da muss man ein bisschen stochern und es ist nervig, nutze ich halt gerne ganz normal die M3 zum Reinklicksen. Die schiebt man sich irgendwo hin, die bleiben da, die verrutschen nicht, die fallen nicht runter. Deshalb nutze ich jetzt auch hier die zum Einsetzen. Ich fange jetzt unten in der Mitte an, einfach nur, damit ich mir halt schon mal einen Fixpunkt setze, wo ich den ansetzen kann. Gehe ich unten in die Mitte, mache mir einen Nutenstein rein, nehme mir einen von den Mitteldingern hier und nutze in dem Fall jetzt hier M3x12, weil die M3x8 hier einfach zu kurz wären, um zu greifen. Dann, ich drucke meine hier auf einer rauen Unterseite, und beim Abziehen kann es passieren, dass sie so leicht weiß-milchig sind. Ich halte es mal ein bisschen besser in die Kamera. In der Kamera sieht man es jetzt fast nicht so richtig. Die sind halt ein bisschen weiß und milchig. Und den kann man aber vorbeugen, wenn man da ein bisschen Feuerzeug nimmt und da einmal drüber geht, und dann sind die wieder schön schwarz. Das ist einfach so ein bisschen Oberflächenspannung, die da entsteht, wenn ihr das Ganze von der Druckplatte runterzieht. Einfach mit einem Feuer oder heißer Luft kurz drüber, und dann ist das in der Regel weg. Natürlich jetzt nicht eine Viertelstunde erwärmen, dann läuft das Teil davon. Aber so, ich habe hier so ein Sturmfeuerzeug mit 4 Flammen, Butangas, da gehe ich einmal ganz kurz drüber. Es ist heiß genug, dass die Oberflächenspannung wieder okay ist, und dann habe ich diese weiße Schicht weg. Also, ich setze mir die Schraube ein bisschen an, vermittel mir meine Platte so einigermaßen und ziehe das Ganze mit einem 3er Inbusschlüssel an. Auch hier sei gesagt, leicht anlegen, nicht richtig festknallen. Dafür ist es nicht gemacht, und dann zieht ihr euch das Dichtband schon wieder enger, als es braucht. Es reicht, wenn das so vorsichtig anliegt. Und das mache ich jetzt an allen 4 Ecken und an 3 Seiten. Das heißt, unten, rechts und links. Oben in der Mitte braucht man keins, weil da kommt ja gleich noch die Absaughaube dran. Hier ist es jetzt zum Teil auch wieder richtig, wie rum ihr die Nutensteine reinmacht. Hier zum Beispiel an der Ecke müsst ihr jetzt aufpassen. Ich habe jetzt gerade falsch rum drin. Wie rum ihr den reinmacht, weil sonst kommt das Loch halt nicht zum, oder passt das Loch vom Nutenstein halt nicht zum Loch vom gedruckten Teil. Und hier merke ich es auch gerade wieder selber. Kleiner Hinweis, die Nutensteine vorher einsetzen, bevor ihr die Haube anbringt.
bevor ihr die Platte anbringt, sonst tut man sich eventuell da auch wieder ein bisschen schwer, die da reinzukriegen. So, jetzt zeige ich euch, warum es sinnvoll ist, den Rest eventuell noch wegzulassen, weil das Ding hier einsetzen macht nicht ganz so viel Spaß. Und ja, es ist dann, jetzt schmeiße ich es noch runter. Und es ist dann vom Vorteil, wenn man halt hier überall durchgreifen kann, als wenn man dann immer nur von vorne da reinkommen müsste. Wir brauchen noch das Gitter und wir brauchen noch diese zwei Halter für links und rechts. Hier müssen noch Einschmelzbuttern rein, sehe ich gerade, habe ich noch vergessen, mache ich sofort. Und dann wird das Ganze so eingesetzt, dass das Gitter hier hinten mittig kommt. Die Absaugung halt hier hinten und dann kommen hier noch links und rechts diese Klemmen dran und werden dann mit zwei M5 Schrauben hinten im Rahmen gehalten. Wie gesagt, ich lege jetzt das Kabel mir dann hier durch, das heißt, es guckt dann hier aus dem Gitter raus, geht aber dann bei mir gleich oben in den Rahmen, wird auch nochmal von einer Nutenabdeckung gehalten, die läuft jetzt gerade noch, beziehungsweise oh, ich habe hier noch welche liegen. Das heißt, da kommt noch eine Nutenabdeckung rein, die dann auch das Kabel oben drin hält und versteckt. Und dann laufen beide Kabel bei mir hier unten an der Seite runter. Auch hier habe ich mir dann eigentlich schon einen Koppler dran gemacht, dass ich das jederzeit auch wieder tauschen könnte, wenn da irgendwas sein sollte, mir der Lüfter zu laut ist oder der kaputt gehen sollte. Oder ich einfach einen anderen haben möchte, dann kann ich dies da jederzeit tauschen. So ungefähr soll es da aussehen. Hier nachher noch ein Schräubchen rein und durch die Fünferlöcher da oben wird das Ganze dann am Rahmen festgeschraubt. Da kommen meine zwei Kabel raus und verschwinden dann auch direkt im Rahmen. So, und das versuchen wir jetzt mal da reinzukriegen. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Fuddelei. Das ist gar nicht ganz so einfach, vor allem wenn man nur zwei Hände hat. Das Kabel kommt schon mal in den Drucker rein und auch dieser Grill muss in den Drucker rein und gucken richtig rum, das heißt die Lippe muss nach unten, die da noch ist. So, dann schnappen wir uns das erste Ding hier und fädeln, guck und schon fällt es runter. Ach, das ist, und dann fädeln wir da schon mal eine Schraube ein, wollte ich sagen. So, jetzt habe ich ihn. Und die zweite Seite natürlich auch noch durchfädeln. M3x8. Schon mal Schraube durchstecken. Rückseite einfädeln. Und anziehen. Das Ganze ist jetzt natürlich noch ein bisschen locker. Das kommt dann nachher erst, wenn ich das mit den M5er Schrauben festmache. Jetzt nehme ich die Rückseite nochmal ab und stecke mir die Kabel zusammen. Und jetzt fädel ich mir die Kabel im Rahmen halt alle nach unten. Heißt, hier kommt auch wieder eine Abdeckung drauf. Da ist jetzt schon mal die Abdeckung und jetzt gehen beide Kabel, Lüfter und Licht gehen jetzt hier im Rahmen nach unten und auch da kommt dann wieder jetzt gleich die Abdeckung hier drauf und versteckt mir beide Kabel. Wenn das Ganze fertig ist, sieht das hier super clean aus. So, die Kabel sind hier schon schön ordentlich verlegt, heißt Abdeckung runter, Schrauben wieder drauf, fertig. Man sieht nicht ein einziges Kabel. So, das war jetzt im Prinzip einmal der schwierigste Part. Einmal die Rückseite anschließen mit den ganzen Kabeln. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Drucker innen drinnen noch mal ein letztes Mal sauber zu machen, also Staub zu wischen, mit Isoprop nochmal drüber gehen und Fettfinger und sowas wegmachen, weil danach wird es ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Und was ich jetzt mache, ist halt auch wieder die Seite mit dem Dichtband, oben mit dem Dichtband und die andere Seite auch mit dem Dichtband. Und genauso wie ich die Rückseite angeschraubt habe, wieder mit den vier Ecken und jetzt vier Mittelteilen werden jetzt die Paneele dran geschraubt und dann sind wir durch für heute.
Bei den Scheiben darauf achten, es sind zwei unterschiedliche. Die für links und rechts sind etwas anders als die für oben drauf. Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen. Die Folie nicht vergessen abzuziehen, dass ihr da auch einen super Durchblick habt. Die Nutensteine einschmeißen, am besten alle vorher schon. Und dann die Platten anschrauben. Auch hier an den Ecken eventuell wieder darauf achten, wie rum ihr die reinsteckt. Wenn ich mich recht entsinne, muss die kurze Seite zur Ecke zeigen, damit ihr das gescheit anschrauben könnt. Und wenn die Scheibe auch noch nicht drauf ist, dann lassen die sich rucki-zucki einlegen. Wenn ihr jetzt die Scheiben einsetzt, achtet darauf, dass die Unterseite, die dann im Prinzip im Drucker drin ist, dass ihr die nicht zu dreckig macht oder zu fettig verschmiert mit euren Fingern, kommt man nachher sehr schwer ran zu putzen. Und wenn ihr die Scheibe putzen wollt, macht das bitte nicht mit Isopropanol. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Die Dinger fangen dann an, spröde zu werden, brüchig zu werden, bekommen meistens an den Rändern irgendwelche Risse. Macht das einfach mit einem feuchten Tuch und geht dann mit einem trockenen Tuch nochmal drüber. Also möglichst kein Isopropanol zum Putzen. So, die Einhausung an sich ist dran. Sie ist schön leise. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gucken wir uns an, wie ich die Türen vorne dran mache. Was jetzt aber noch fehlt, ist hinten noch die Absaugung, die wir festmachen müssen. Dafür habe ich zwei Nutensteine M5, nutze zwei Schrauben M5x10 und nehme dann noch drei Unterlegscheiben mit einem Millimeter, also 3 mm insgesamt dann jeweils als Abstandhalter, weil dadurch, dass wir uns hinten auch das Dichtband dran gemacht haben, kommt das ganze Ding insgesamt ein bisschen weiter hinter und da mache ich mir einen Abstandshalter ran und dann schrauben wir das noch fest und dann sind wir fertig für heute. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich nehme mir meinen Bautenschlauch. Wie vorhin schon mal gesagt, ich stecke mir den einfach durch. Dann kommt der direkt ins Hotend oben rein. Dann fahre ich das Hotend natürlich noch so weit vor, wo die weiteste Stelle ist. Einmal die Gantry runter, gucken, was ich ungefähr an Länge brauche, ein kleines bisschen länger lassen. Und dann lasse ich mir hinten halt so 20, 30 cm lasse ich mir jetzt noch länger. Nehme mir mein Cuttermesser und trenne mir das Ganze ab. Dann nehme ich mir noch einen Entgrader, gehe da ganz kurz rein und mache mir eine ganz, ganz kleine Phase dran, dass ich das halt einfach leichter einfädeln kann. Worauf ihr dann noch achten solltet, ist, dass ihr dann eventuell nochmal frei blast, frei pustet und das halt nicht unbedingt ins Hotend tut, so dass eventuelle Späne, die ihr da drin jetzt habt, durch das Entgraden, dass die halt aus dem Schlauch raus sind und nachher nicht bei euch im Hotend landen. Und dann kann ich meine Rolle hier oben halt ganz einfach einfädeln oder kann mir den Bautenschlauch dann noch irgendwo festmachen. Das soll es jetzt mal heute zu diesem Video gewesen sein. Auch wieder etwas länger. Was hier jetzt noch fehlt, sind vorne die Türen. Für euch oder in dem Fall dann, ich habe es ja schon gemacht, aber normalerweise dann einmal noch das Board flashen, die Config schreiben und dann könnt ihr losdrucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.